Hallo ihr Lieben. So, ihr seht schon da unten links was liegen. Das ist nämlich für die Brandmalerei. Ich hoffe, das ist so richtig der Fachbegriff. Aber genau, ich wollte es schon die ganze Zeit ausprobieren, habe mich aber immer so ein bisschen drum gedrückt, weil irgendwie ist es wie mit diesen Glasmalerei, also wo man das Glas so einritzt. Ich gehe davon aus, dass man da ganz viel üben muss für auch. Aber ich wollte es euch tatsächlich auch gerne zeigen, dass es diese Technik gibt. Und das Ergebnis ist jetzt so durchwachsen. Es könnte besser gehen, aber ich glaube, dafür brauche ich noch ein Gefühl für diesen Stift. Ich bin ja so jemand, der einen Stift gerne ganz weit vorne hält, was natürlich bei heißen Gegenständen ganz schlecht ist. Und ja, dementsprechend, ich habe es trotzdem ausprobiert. Ich finde es ganz gut sonst von der Technik her. Und ich habe mir Vorlagen ausgedruckt, einfach auf Papier. Und dann habe ich ja, wie ihr gesehen habt, auf der Rückseite das Ganze so ein bisschen mit dem Bleistift so schraffiert irgendwie. Und weil sich dann dadurch so ein bisschen das besser auf diesem Holz abdrückt. Und ich das dadurch ein bisschen besser vorgemalt bekomme, als wenn ich es jetzt nur durchs Papier drücken würde. Wobei das Holz relativ okay war. Also ich glaube, es wäre auch ohne dem gegangen. Aber trotzdem. Ich bin mir auch noch nicht 100% sicher, ob das Holz jetzt das perfekte war. Ich habe mir so ein, ich glaube ein 10er-Set war das gewesen. Das kann man als Untersetzer machen, was ich halt ganz gut finde. Ich mag Untersetzer ja sowieso sehr gerne und dadurch, ja, dieser Brandmalstift, das ist auch ein ganzes Set. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich euch beides unten in die Infobox verlinke, falls ihr da schauen wollt, was das ist. Ich finde den Stift, wie gesagt, sehr angenehm an sich. Wie gesagt, ich muss mich nur umgewöhnen, dass ich da halt eben nicht unten anfassen kann, wie ich es halt gerne tun würde wollen, weil ich einfach, ihr seht schon, wie ich den Stift halte, ne? Ich würde gerne weiter vorne anfangen. Aber gut, das ist so, wie es ist. Ich bin auch sehr ungeduldig gewesen, was das Heißwerden angeht. Auch bei der Temperatur war ich mir nicht 100% sicher. Ich bin über 400, ich weiß nicht, ob das Grad sind, was da stand. Aber über 400 bin ich auf jeden Fall gegangen. Es war nicht ganz einfach. Zu Anfang war es nicht heiß genug. Hab festgestellt, wenn ich den ziehe, ist es besser, als wenn ich halt versuche, das Ganze irgendwie anders darauf zu bringen. Ich hatte zwischendrin mal versucht, mit Pünktchen irgendwie das besser hinzubekommen. Wäre, glaube ich, auch eine Idee, dass man überall Pünktchen hinmacht für das Motiv, statt das Ganze als Linie zu sehen. Und aber, wie gesagt, das ist jetzt so ein Austesten und ich wollte es euch nicht vorenthalten, weil es natürlich, falls ihr noch gar kein geschenkt habt, vielleicht könnt ihr das zum Beispiel auch ausprobieren und euch da euren Lieben eine Freude mitmachen. Und genau, ansonsten, wie gesagt, hier warte ich jetzt immer noch, dass ich da halt das Ganze so ein bisschen anfangen kann. Ich hatte erst überlegt, ob ich davon alles rausschneide vom Warten, habe aber nur einen Teil rausgeschnitten vom Warten, also dementsprechend, weil ich einfach auch zeigen wollte, dass das wirklich nicht ganz so einfach ist, wenn man es jetzt einfach, wenn es zu kalt ist, noch der Stift. Und habe in der Zeit manchmal zwischendrin einfach eben, wie gesagt, das andere Motiv noch gemacht. Ich habe also zwei Untersetzer gerade gemacht und habe dann damit also schon mal angefangen. Und ich hätte es also vorher schon mal anmachen können, aber gut. Und genau, also da habe ich dann immer wieder zwischendrin. Ich muss dazu sagen, und wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, ich habe ja immer nicht ganz so viel Kraft in den Händen. Das macht immer alles nicht ganz so leicht. Und dadurch war das dann manchmal auch gar nicht so leicht für mich, jetzt mit den Händen das Ganze so auch zu halten. Aber das ist trotzdem, wenn man sich die Zeit nimmt und das Ganze mit Ruhe macht, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Dann kann man das so machen wie alles andere auch. Ich hatte es ja damals auch bei, ich war mit meiner Freundin beim Glasperlen machen. Übrigens ein ganz tolles Ding, das haben wir hier in Berlin gemacht. War wirklich eine wunderschöne Idee, die ich da, ich habe es tatsächlich zu Weihnachten geschenkt bekommen von meiner Freundin und fand das wirklich sehr, sehr schön da. Aber ich habe zum Schluss so eine zittrigen Hände gehabt, weil das so schwer für meine Hände war,
dass ich dann einfach aufhören musste. Ich glaube, hätte ich mehr Pausen drinne gemacht, wäre das nochmal anders gewesen. Dann hätte ich viel mehr Ruhe da gehabt, aber dementsprechend war ich da so ein bisschen dann, wie gesagt, die Hände sehr, sehr angedatscht. Ja, ansonsten weiß ich noch nicht, ob ich zwischen den Jahren ein Video poste. Ich vermute eher nicht. Also ich werde weder am Heiligabend noch an Silvester ein Video posten. Vielleicht werde ich zwischendrin nochmal eins posten, aber ansonsten werde ich es Tatsache weglassen. Und das einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass zu Heiligabend und auch zu Silvester keiner wirklich Videos guckt oder zumindest nicht so viele. Ich habe sowieso noch nicht ganz so viele, die so regelmäßig jetzt meine Videos schauen und dementsprechend werde ich das, denke ich, weglassen. Aber wie gesagt, vielleicht zwischendrin, wenn ich da irgendwie nochmal, vielleicht mache ich noch einen Vlog irgendwie für zwischendrin. Und oder ich zeige euch meinen neuen Meerschweinchen. Wir sind ja jetzt zu dritt. Wir sind jetzt, also die haben mittlerweile ja den Namen. Also Ernie ist ja geblieben. Bert musste ich ja leider im Oktober einschläfern lassen. Und aber Ernie ist ja noch da. Und Ernie hat Gesellschaft gekriegt von Lollek und Bollek. Weiß nicht, wem die Namen noch etwas sagen. Ich hatte so ein bisschen in meinem familienbekannten Kollegenkreis gefragt und es gab den Vorschlag Stan und Ollie, der relativ weit hoch im Kurs stand und dann eben auch noch Lollek und Bollek. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich im Sinne der Sesamstraße weitermache, aber habe mich dann dagegen entschieden, weil ich bin jetzt auch nicht der extrem große Sesamstraßen-Fan. Also ich habe da zu wenig von gesehen und ich war damals einfach zu alt, dass ich dann das hätte noch geguckt. Und ja, mal sehen. Lasst euch überraschen und dementsprechend versucht da einfach so ein bisschen die Zeit auf jeden Fall auch zu genießen. Mit der Familie, mit Freunden. Vielleicht auch alleine. Manchmal ist Weihnachten alleine auch gar nicht so schlimm. Und aber wie gesagt, da ist dann, macht's mit viel Entspannung. Ja, wie gesagt, hier habe ich es jetzt so ein bisschen, da war er schon ein bisschen heißer. Ich habe es auch zwischendrin nochmal ein bisschen heißer gemacht und habe es dann, wie gesagt, mit dem Ziehen ging es ganz gut, auch wenn es nicht ganz so intensiv geworden ist, wie ich es mir gewünscht habe. Und ja, hier habe ich jetzt eben, wie gesagt, ein bisschen was rausgeschnitten, damit ihr das ganz lange Warten nicht habt. Und übrigens, ich würde mich natürlich mega freuen, und das einfach nur aus, weil ich so ein Zahlenmonk bin, wenn wir die 700 Abonnenten noch erreichen würden. Also wer noch nicht hat, der darf das gerne tun. Ich würde mich mega freuen, wenn wir so eine wunderschöne runde Zahl mit ins nächste Jahr nehmen. Und wie gesagt, ich bin so ein Zahlenmonk, der irgendwie auch die 696 zum Beispiel sehr gefeiert hat. Und aktuell, wo ich das gerade spreche, sind wir bei 697. Und wie gesagt, es fehlen noch 3 Abonnenten und ja, dementsprechend schreibt mir auch gerne rein, falls ich für euch etwas austesten soll, damit ihr ungefähr wisst, was für euch an Techniken noch gibt oder ob ihr sehen wollt, ob das wirklich so einfach ist und ihr es dafür nicht testen müsst. Wie gesagt, ich bin ein bisschen grobmotorisch veranlagt, für mich ist alles manchmal gar nicht so einfach. Ich nutze viel die Techniken, die wo man nicht exakt irgendwie malen muss zum Beispiel, also Epoxidharz, eben weil da kommen die Ergebnisse irgendwie alleine oder Acrylic-Pouring. Und direkt malen ist halt nicht meine Stärke. Ich kann es nicht richtig, beziehungsweise ich habe manchmal auch gar nicht die Geduld dafür. Und ja, dementsprechend würde ich aber, falls ihr irgendwo eine Idee braucht oder sehen wollt, wie es vielleicht funktioniert, wie es ein anderer macht, dann eben auch gerne ausprobieren. Hier seht ihr schon, es ist alles ein bisschen schwieriger, aber wie gesagt, ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Es hat trotzdem viel, viel Spaß gemacht. Ich habe ja nebenbei, wie immer, meine Hörbücher gehört. Und nein, ich werde dafür nicht bezahlt, weil ich habe jetzt einfach immer meine Hörbücher, die ich schon seit vielen Jahren habe. Ich höre die meistens über Audible. Ich weiß, dass es noch andere gibt und vielleicht auch einige, die noch günstiger sind. Ich habe jetzt aber, da das Abo brauche ich aktuell nicht, ich habe noch genug Hörbücher, brauche ich also dementsprechend gerade keine kaufen und höre die, die ich habe. Aktuell sind es wirklich die alten, die ich glaube ich auch schon alle mal gehört habe.
zum Beispiel Tochter der Wälder, das ist so ein Mehrteiler, damit ging es los. Das war so ein bisschen ein Märchen angelehnt von den sieben Schwänen. Finde ich mega. Und was hatte ich jetzt noch? Bin jetzt gerade bei Twilight dran. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt die Augen rollen. Ich fand es gar nicht so schlecht. Ich finde auch die Bücher nicht schlecht. Und die Filme sind dafür, denke ich, auch ganz gut geworden. Und genau, dementsprechend. Ich glaube, mit Panem werde ich noch anfangen, weil ich Panem auch sehr schön fand. Sowohl gelesen als auch mir die Filme angesehen. Ist wie gesagt immer Ansichtssache. Harry Potter werde ich bestimmt auch wieder hören, aber Harry Potter fand ich die Filme nicht so schön. Ich fand die Bücher viel, viel schöner. Und mega kann ich immer nur empfehlen, mit Rufus Beck gesprochen. Rufus Beck ist für mich auch so jemand, der das mega gemacht hat bei Harry Potter. Also ist auf jeden Fall hörenswert. Ja, hier mache ich jetzt das zweite. Ich fand's, ich glaube, ich muss noch mal beim Holz gucken, weil ich immer wieder so ein bisschen gestolpert bin über die Rillen. Also über die, ja, wie nennt sich das bei den Holzsachen? Maserung. Und ich glaube, vielleicht brauche ich da irgendwie noch ein anderes Holz. Es gibt ja auch diese Spanplatten, wo so eine Riffelung nicht drin ist. Ich muss mal gucken. Ich habe, glaube ich, sogar noch welche. Vielleicht sollte ich es damit auch noch mal ausprobieren, damit ich darüber nicht so rüberhuckel. Und ja, also wie gesagt, irgendwo hat's schon was, irgendwie das Ganze so dann einzubrennen und zu gucken. Und das sind übrigens, das Herz, denke ich, erkennt man, und das andere sind die Namen von meiner Nichte und von meinem Neffen. Also für mich also auch Namen, die tatsächlich Sinn ergeben. Und keine Ahnung, ob ich es den jetzt einfach rein aus Prinzip jetzt mit reinpacke ins Päckchen für Weihnachten. Ich muss mal überlegen, oder ob ich nochmal versuche, da ein bisschen was anders dran zu machen. Aber ich wollte es euch wirklich so zeigen, wie es auch ist. Wie gesagt, ich habe auch nur die Wartezeiten jetzt rausgeschnitten gehabt und davon jetzt auch nicht alle. Und damit ihr wirklich seht, was wirklich passiert. Und ich habe es ein ganz kleines bisschen schneller gemacht, damit ihr nicht ganz so viel denkt, es ist hier totale Langeweile. Genau, ich bin auch fast fertig. Ich danke euch für ein wunderschönes Jahr. Ich war mega begeistert für alle, die meine Videos geschaut haben, die kommentiert haben, die mir Tipps gegeben haben, die auch Fragen gestellt haben, für alles. Ich lieb's. Freue mich, dass wir uns da vielleicht so ein bisschen austauschen können, vielleicht auch noch ein bisschen mehr im nächsten Jahr. Auch meine Musikvideos wurden immer wieder sehr gerne gesehen. Meine Meerschweinchen-Kurzvideos, die ich manchmal reinstelle, auch. Also dadurch, ich danke euch dafür wirklich sehr. Ich hätte nie gerechnet, dass wir so groß dann auch schon sind. Und ja, für mich ist es sehr groß. Auch wenn es andere YouTuber gibt, die Millionen oder auch über 1000 und. Für mich ist das alles hier gerade so ein bisschen, wo ich denke, hätte ich nie mitgerechnet, dass meine Videos geschaut werden. Ich mache es für mich aus reiner Freude am Ganzen und die Musikvideos ja auch. Ich gehe ja gerne mal abends weg, wäre ich auch jetzt die Tage, einmal am Samstag jetzt, also wenn ich es hochlade, ist ja Sonntag, aber am Samstag fahre ich dann weg. Ich gehe dann auch den nächsten Freitag weg und freue mich da einfach. Und dann den Donnerstag zwischen den Jahren gehe ich auch weg. Und ich liebe es einfach, weil es einfach immer so einen schönen Abend dann irgendwie auch hat. Und liebe es halt sehr. Dementsprechend, ich wünsche euch wunderschöne Feiertage. Und wie gesagt, je nachdem, vielleicht kommt noch ein Video oder nicht, muss ich sehen. Aber ansonsten wünsche ich euch schon wunderschöne Weihnachten und ein wunderschönes, gutes neues Jahr. Und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Bis dann. Tschüss.